und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute mit euch ein bisschen Deko basteln aus Perlen und Draht, eventuell für den Garten, für einen Blumenkasten im Haus oder für sonstiges. Eins ist auch dabei, das kann man sich schön ins Fenster hängen. Und ich würde sagen, wir legen los und zwar mit diesem Blümchen. Wir machen die Farbe jetzt im Video andersrum, das heißt den Draht mache ich in Silber und die Perlen, von der Seite sieht es schön aus, in rosa und pink Tönen. Dann passen die einfach ganz schön nebeneinander. Was ihr braucht, sind ein paar Zangen. Ich habe hier so dünnen Draht. Fragt mich bitte nicht. Ich würde sagen, der ist 1 mm dick. Schätzungsweise. Und diesen hier habe ich mal irgendwann beim Action gekauft. Aber auch da... Vielleicht 2 mm. Da guckt ihr mal, was ihr da habt einfach. Das kann man, das muss ja nicht exakt genauso groß sein, wie das, was ich habe. Ich schneide mir den jetzt noch nicht ab. Ich fange jetzt einfach hier oben an. Drehe mir als allererstes einmal hier mit dieser Zange einmal so eine Rundung hier rein. Und den Rest mache ich dann mit den Fingern ganz rund. Muss es gar nicht sein, finde ich. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn es so ein bisschen unregelmäßig ist. Und da drehe ich mir jetzt eine Spirale. Ich sag euch gleich mal, wie groß die im Durchmesser ist bei mir. Aber auch da könnt ihr natürlich gucken, was euch gefällt. Ihr müsst natürlich daran denken, dass sie nicht zu groß ist, weil sonst kann der Draht die nachher nicht mehr halten. Dann kippt sie um. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dann knickt das so runter, wenn es zu schwer wird. Weil es wird ja durch die Perlen noch schwerer. Weil in meinem Fall nehme ich auch Glasperlen. Einfach weil ich glaube, dass die länger schön bleiben, wenn die jetzt zum Beispiel in der Sonne stehen. Als so Acrylperlen. Kann ich mich aber auch täuschen. So. Ich gucke mal gerade, dass es zu dem anderen passt. Ein bisschen noch. So, und dann nehme ich mir hier diese Zange, die hat so eckige Kanten und biege mir das hier einmal in so einem Bogen nach unten. So mittig, relativ mittig. Hier mache ich jetzt auch wieder ein Blatt und zwar knicke ich mir dann auch wieder hier einmal nach oben. Und hier einmal so und ungefähr auf derselben Höhe knicke ich es mir dann nochmal. So sieht das Ganze dann aus. Und dann knipse ich es mir ab, je nachdem wie lange ihr es haben wollt. Denkt dran, wenn ihr es in die Erde stecken möchtet, dass es ein bisschen länger macht. Weil dann ja ein Teil verschwindet. Jetzt mache ich mir hiervon ein Stück ab. Macht es nicht zu kurz, weil ihr wickelt es ja mehrmals drumherum. Das ist jetzt ungefähr 5 cm im Durchmesser. Und jetzt mache ich mir hier an dem Knick hier unten fange ich jetzt an und ziehe mir das hier ein, zweimal rum, damit es fest sitzt. Ich habe jetzt abwechselnd, ich habe komplett rosane und so pink-weiße und die benutze ich abwechselnd. Da fädle ich mir jetzt die erste einmal auf und ich empfehle euch da wirklich immer auch nur eine zu nehmen. Oh ja, es geht ja gut los hier. So. Immer nur eine drauf zu machen, weil ich glaube, dann ist das, sonst funktioniert das nicht mit dem hier drum wickeln. So. Und dann wickele ich mir den Draht einfach einmal nach hinten rum und ich mache ihn dann einfach zur Festigkeit noch einmal rum.
ziehe mir das Ganze dann schön fest. Und dann kommt die nächste Perle. Und das mache ich rundherum. Wichtig ist, weil ich, dass ihr euch vorher entscheidet, welche Seite soll vorne sein. Weil hier hinten sieht man natürlich den Draht. Den sieht man jetzt hier vorne nicht mehr. Und so mache ich es jetzt einmal rundherum. So, ihr seht, ich musste mir das jetzt auch noch so ein bisschen zurechtbiegen. Hier habe ich am Ende den Draht einfach ein paar Mal drum gewickelt. Ziemlich stramm, damit es hält. Dann habe ich ihn abgeknipst und die Spitze nochmal rangedrückt. Und fertig ist die erste Deko-Idee, die ich euch zeigen möchte. Die zweite Idee kann man sich aufhängen. Die bewegt sich dann auch so ein bisschen. Ist auch aus Draht und Glasperlen. Allerdings habe ich da zwei Sachen als Schablone benutzt. Ihr seht, guckt mal, ich finde es richtig schön. Das ist natürlich noch richtig schön. Der hier hat so, ich weiß nicht, wie man das nennt, Prisma. Auf jeden Fall, wenn da die Sonne reinscheint, kriegt man Regenbögen. genau, da habe ich noch zwei Schablonen benutzt. Einfach zwei runde Gegenstände, um die ich den Draht nachher festziehen kann, damit es wirklich eine schöne Rundung ergibt. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich benutze dafür auch diesen dünnen Draht, den ich eben schon benutzt habe. Ganz viele Perlen und ein paar Ringe und ein paar Nietstifte. Da kann man wahrscheinlich auch Draht benutzen, je nachdem, was man da hat. Was ihr hier beachten müsst, ist natürlich je nach Drahtstärke, dass ihr die Kreise nicht zu groß macht, dass der Draht sich dann nicht verformt durch das Gewicht der Perlen. Also deswegen habe ich das auch nur so klein. Ich zeige es euch an. Der kleine Kreis sind so 7,5 cm und der große 10. Ungefähr. Also da guckt ihr, was ihr da habt und wie stabil euer Draht ist. Meiner ist nicht ganz so stabil. Wie gesagt, der ist so 1 mm dick. Bisschen geht. Also hier, ihr seht, so ein bisschen stabil ist er, aber hält natürlich nicht viel Gewicht. Und das sind auch wieder Glasperlen. Acrylperlen sind dann natürlich etwas leichter. Und dann sucht ihr euch was Rundes, um dass ihr den Draht machen könnt. Ich habe hier einfach so eine Sprühdose von so Reiniger. Und dann guckt ihr, wie groß ist die. So. Und nehmt euch dann aber ein ganzes Stück mehr, weil ihr braucht, einmal geht natürlich Platz verloren durch die Perlen. Und ihr braucht noch ein Stück, um das nachher zusammenzudrehen, dass es hält. Also, ich würde so ein bisschen mehr nehmen. So ein Finger lang, ein bisschen mehr. Genau. Ich habe heute nicht so viele Maße für euch, weil das natürlich auch anders ist. Jeder hat irgendwie andere Perlengrößen und andere Größen von den Gegenständen, um die ihr das rumzieht. Ich mache jetzt hier unten mit der runden Klammer einmal eine Schlaufe rein, einfach damit mir die Perlen nicht runterfallen, wenn ich die jetzt erstmal auffädle. So, ich lege das einmal zur Seite. Und dann mache ich mir hier je nach
Geschmack, was euch gefällt, zieht ihr euch hier die Perlen auf. Ich mache das immer so ein bisschen abwechseln. Ich werde das genauso machen wie bei dem anderen. Dann kann ich es in zwei nebeneinander liegende Fenster hängen. Und ja, das mache ich mir jetzt hier in so ein Muster. Kann man natürlich auch ganz wild, ganz bunt machen, je nachdem, wie es euch gefällt. Ich ziehe mir die jetzt einmal auf, bis die Größe passt und dann hören wir uns wieder. Wenn ihr dann die passende Größe habt, legt ihr euch das um eure Schablone sozusagen drumherum und dann wird das richtig festgedreht. Bisschen friemelig hier. So. Dass es wirklich auch diese Rundung annimmt von der Form. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gut erkennen. So. Und fertig ist der Kreis. Hier ist jetzt oben so ein bisschen Platz, das ist gar nicht so schlimm, weil wir ja nachher auch noch die Aufhängung hier dran machen. Das kneife ich mir jetzt ab. Und biege mir das dann einfach hier so drumrum. So, und wenn es dann wieder ein bisschen verbogen ist, dann ziehe ich es mir einfach noch einmal hier drüber und schon ist es wieder schön rund. Dasselbe mache ich jetzt nochmal für den großen Kreis. Da habe ich jetzt einfach eine Wasserflasche. So, jetzt habe ich hier so ein paar Nietstifte, dann habe ich diesen Schmetterling, den möchte ich auch bei dem hier in der Mitte baumeln lassen. Da ziehe ich den Nietstift durch, dann biege ich mir oben das einmal zur Seite, dass es so aussieht, knipse mir das ein Stück ab, das ist das so ein Zentimeter und drehe mir dann einen Haken, eine Öse, so. Dann habe ich hier so, ich weiß nicht, Nietstifte mit, da ist unten schon so eine Schlaufe drin. Das kann man sich aber auch perfekt selber aus Draht machen. Schneidet man sich ein Stück Draht aus, macht sich eine Schlaufe in das eine Ende, dann kann man sich da Perlen aufziehen. Ich nehme da nochmal drei von denen, die ich auch für den Kreis benutzt habe. So, und auch hier biege ich es mir einmal im 90 Grad Winkel zur Seite, knipse mir das ab und so, das mache ich dann noch einmal für oben. Bei der oberen Aufhängung kann man natürlich gucken, also diese hier, ob man das noch länger machen möchte. Ich habe das jetzt genau so lang gemacht wie unten und hänge mir dann da noch ein Band dran, das kann man sich natürlich auch viel länger machen und es daran aufhängen. Das ist Geschmackssache. Da kann man natürlich dann anstatt so Nietstifte auch einfach einen Faden nehmen und sich den da oben befestigen. Hier mache ich das nochmal. Jetzt baue ich mir das Ganze zusammen. Erstmal hänge ich mir den Schmetterling hier unten rein und mache dann den richtig zu. So.
Dann nehme ich mir einmal einen kleinen Ring. So, dann habe ich jetzt in einen größeren Ring gehängt. Und durch den größeren Ring, ich muss ein bisschen gucken, ziehe ich mir jetzt beide Kreise durch. Hier an der oberen Seite. Nee, falsch rum. Erst den kleinen, dann den großen, logischerweise. Und dann mache ich da auch nochmal noch einen Ring. Dann mache ich das Ganze wieder zu. So, jetzt hängt das schon zusammen und den einen großen Ring, den ich genommen habe, da hänge ich mir jetzt noch die anderen Perlen rein und mache mir die wieder zu. So. So hängt das jetzt ineinander und hier ganz oben mache ich dann noch einen Ring dran zum Aufhängen. Und fertig ist unsere Hängedeko. Ich finde es voll schön. Ja, mir gefällt das total gut. Und es ist gar nicht so schwer, wenn man es einmal raus hat. Fertig. Und jetzt kommt noch eine kleine andere Idee. Da habe ich diese Perlen dafür. Blüte. Hier habe ich so einen silbernen Kelch. Dann habe ich hier so ein Blatt. Eine Murmel und zwei Perlen. Aber auch da könnt ihr natürlich gucken, was ihr da habt, was euch gefällt. Und so weiter. Und zwar möchte ich mit euch so eine kleine Hängedeko basteln. Bei mir wird sie in die Feengärten kommen. Die habe ich euch ja gezeigt schon mal. Und da habe ich ja auch schon mal was mit euch gebastelt. Wenn euch das interessiert und ich da noch mehr basteln soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also, das hängt dann so. Und man kann sich natürlich auch sonst in Blumen stecken oder wo auch immer man das haben möchte. Ich zeige euch gleich nochmal ein paar andere. Ich habe natürlich schon ein paar mehr gebastelt. Das wird jetzt genauso wie dieses hier, weil ich das einfach richtig schön finde, diese Zusammenstellung. Aber nichtsdestotrotz finde ich meine anderen auch total schön. Ihr braucht wieder Draht und nochmal Draht. Als erstes basteln wir uns jetzt diesen Gebamsel hier unten mit dem dünnen Draht. Auch da nehmt ihr wieder ein bisschen mehr, weil wir uns ja ein bisschen was zurechtbiegen müssen. Dann geht das als erstes hier einmal durch das Blatt. Das biege ich mir dann zusammen und drehe mir den hier oben zusammen, ne? Damit das Blatt festhält. So. Dann fädel ich mir auf den Blütenkelch, ne? Dann das Silberne. In meinem Fall habe ich dann jetzt hier wieder zwei Glasperlen, eine etwas größere, eine etwas kleiner. Aber auch da könnt ihr natürlich mit dem spielen, was ihr so habt. Auch einfach geguckt, was habe ich da und was gefällt mir zusammen. Auch dieses Blatt unten muss ja nicht sein. Ihr könnt da ja, was weiß ich, dran machen. Also wirklich, wie es euch gefällt und was ihr so da habt. Ich finde es immer doof, wenn man so extra Sachen kaufen muss. Also klar, manchmal muss man das, aber man kann das ja auch oft abwandeln. Das sind ja nur Ideen, die ich euch hier zeige. Auch hier, ich habe jetzt ein ganzes Stück zu lang gemacht, kneife ich es mir wieder ab und drehe mir hier oben mit dieser runden Zange. Ich bin da auch ein bisschen ein Stümper, ich weiß nicht, wie die alle heißen, diese Zangen, die halt so rund ist, mit der biege ich mir da eine Öse rein. Dann nehme ich mir den etwas dickeren Draht und das ist voll fummelig. Ich kann euch auch nicht genau sagen, wie man es macht. Also ich würde auf jeden Fall die erste Runde mache ich hier mit der runden Zange und dann drehe ich mir so eine Runde, ein, zwei Runden schon mal drumherum vor. Einfach damit die Murmel schon so einen kleinen Sitz hat. So, dann lege ich mir die Murmel hier rein und biege mir das so ein bisschen
oben und drehe mir dann den Draht weiter, aber um diese Murmel rum, damit wir die sozusagen so ein bisschen einpacken. Man kann das auch irgendwie, habe ich gesehen, ich habe mir ein Video angeguckt, die hat das vorher gedreht und dann die Murmel da reingetan. Das hat bei mir nicht geklappt. So, ihr seht, es wird dann irgendwann etwas einfacher. So, und auch da biegen wir uns jetzt wieder auf jeder Seite so ein, damit wir uns hier so eine Öse drehen können. Das schneide ich mir jetzt ab. Da. Und biege mir hier so eine Rundung rein, wo ich das andere dann reinhängen kann. So, und dasselbe an der anderen Seite. So, dann können wir uns das hier schon mal an einer Seite reinhängen. So. Und dann nehmen wir uns nochmal diesen Draht. Auch wieder müsst ihr gucken, wie lang ihr es haben wollt, damit es unten reinpasst. Ich fange jetzt hier oben wieder an. Einmal mit der runden Zange. Nochmal die erste Rundung. Und hier mache ich es mir jetzt nicht so groß wie eben. So, das reicht mir schon. Und wie gesagt, guckt da, wie lange ihr es haben möchtet und schneidet euch das ab. Täuscht euch da nicht. Ich habe mir sowas schon mal für einen Feengarten zum Beispiel gebastelt. Und dadurch, dass ich da diese Steine auch drin habe, waren die dann viel zu kurz. Deswegen schneide ich es jetzt lieber etwas länger. Dann friemelt ihr euch hier oben das Ding rein und fertig. Ich finde die so schön. Und da kann man natürlich auch gucken, wie gesagt, was man so an Perlen hat, wenn man es schön bunt mag oder so. Jetzt zeige ich euch nochmal meine anderen Anhänger-Dinger. Hier habe ich nochmal so einen, weil ich die einfach so schön finde. Dann habe ich hier mit demselben Blatt, aber mit anderen Perlen. Ne, ich glaube nur die ist anders. Ne, stimmt nicht, die Blüte ist auch anders. Das ist eine rosane Blüte. Dann hier mit so einer großen, auch rosa. Und hier habe ich zwei etwas kleinere, da habe ich so kleinere Blüten gefunden. Habe auch ein bisschen kleinere Murmel genommen. Auch das finde ich voll süß. Einmal in rosa und einmal in weiß. Ihr seht, hier hatte ich kein Blatt in der Farbe, da habe ich irgend so ein Ding genommen. Keine Ahnung, wo das ist. Weil immer wieder Fragen kommen, woher ich was habe. Bei den Perlen und auch bei den Murmeln, ich kann es euch überhaupt nicht sagen. Ich kann euch sagen, den Draht habe ich mal von Action. Und die Perlen, das ist so eine Sammlung. Das habe ich mir so über Jahre zusammengesammelt. Mal von AliExpress, mal von Action, mal von Teddy. Dann hatte ich mal so Facebook-Gruppen, wo man sowas kaufen konnte. Manchmal habe ich auch bei eBay Kleinanzeigen schon Murmeln gekauft. Perlen gekauft. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man auch ein bisschen günstiger einkaufen kann. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr noch nicht habt, abonniert gerne kostenlos den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch alles Liebe. Tschüss!